Ja, Leute, und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Mad Games Tycoon. Und ja, dann machen wir weiter an dieser Stelle. Wir sind dabei, den Flugzeugsimulator mit einer simplen 3D-Engine zu programmieren und werden, sobald wir den fertig haben, hier Grafik in 256 Farben auch noch erforschen. So, hier verwenden wir noch die Grafik in 16 Farben, aber das ist in Ordnung. Das ist, ja. So, Sound in 8-Bit können wir erforschen. Wir müssen dringend neue Leute engagieren, die uns helfen hier zu erforschen. Die wollen ja immer mehr Sachen haben. Okay. 8-Bit. Du willst einen Snackautomaten haben. Also, das müssen wir erst aufstellen, bevor wir euch anstellen können. Okay. Dann lass mal kurz aufstellen den Snackautomaten. Wo ist er denn? Aktenschrank. Okay. Ja, aber das ist nicht der Snackautomat. Wo ist er denn? Ja, Snackautomat. Stellen wir mal einen mit ran. Benutze das Scrollrad um das Objekt. Ich sehe es ja noch nicht mal. Ich kann ihn nicht aufstellen. Oder liegt es daran, habe ich hier Pause drin? Nein. Kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Wieso geht denn das nicht? Können wir den nur an bestimmten Stellen aufstellen? Vielleicht auch nur in einem bestimmten Raum? Mist, nochmal zurück. Es gibt bestimmt einen Personalraum. Hier kann man sich schnell einen Snack für zwischendurch besorgen. Okay. Aufenthaltsraum. Okay, wir haben keinen Aufenthaltsraum. Der gehört dort rein, deswegen geht's nicht. Dann machen wir den mal ganz kurz. Forschung, Marketing, Aufenthaltsraum. So, wo setzen wir den denn ran? Hier vielleicht. Oder wir machen das so. Da kommt hier der Aufenthaltsraum ran. Obwohl, nee, die sollen dort schon einen Durchgang haben. Machen wir so. Akzeptieren. Und dann Tür dorthin. So, dann zeig mal her. So, wo ist denn jetzt der Snackautomat hin? Der war doch hier unten. Genau, Snackautomat. Genau, und da können wir den nämlich dann auch setzen. Wunderbar. Dann abbrechen. Dann setzt man noch den Kohleautomat direkt daneben. Und ja, ansonsten, das lassen wir erstmal. So, da können wir jetzt hier aber neue Mitarbeiter einstellen. Und was willst du denn noch haben? Billiger Kühlschrank. Okay. Und ein Feuerlöscher will der haben. Na gut, wir nehmen aber erstmal hier die mit dem Snackautomaten. Einstellen, bitte hier in die Forschung rein. Und dich bitte auch. Und ja, machen wir auch in die Forschung rein. Kommt. Da haben wir erstmal ein paar Leute. So, und wir haben vor allem mal wieder keine Kohle. War das zu teuer jetzt? Ich weiß gar nicht. Mir war so, als wenn wir gerade noch 1 Million hatten oder knapp 1 Million. Spiel sofort veröffentlichen. Ja, uns bleibt ja nichts anderes übrig. Bugs tut ihr ja nicht rausfixen. Publisher suchen. So. Strategie, Kampfsport, Arcade. Okay. Semco will nicht. Doch hier, Semco. Ich dachte schon. Aber habt ihr denn irgendwo auch direkt interaktiver Film, Wirtschaftssimulation? Ihr seid jetzt alle nicht. Also nur Simulationen gibt es gerade nicht so richtig. Also nehmen wir wieder Semco, unseren altbekannten Publisher. Und ich glaube, einen besseren Publisher haben wir auch derzeit nicht zur Verfügung. Genau. Ne, dann nehmen wir Semco. Dann bin ich mal gespannt auf die Auswertung. Okay. Jawohl. Du hast dein fünftes Spiel veröffentlicht. Um deine Spiele mehr Kunden anbieten zu können, solltest du parallel für mehrere Plattformen dein Spiel entwickeln. Dritte Plattform steht nun zur Verfügung. So, 42% war unser alter Flugzeugsimulator. Jetzt haben wir 45% mit Mühe und Not bekommen. Okay, die Grafik ist ausreichend mit ein paar Verschönerungen. Ist sie gut? Der Sound lässt noch zu wünschen übrig. Den solltet ihr noch stark verbessern. Die Steuerung ist unterdurchschnittlich. Einige Veränderungen und dann ist sie gut. Dieses Spiel hat viele Schwächen, nur für Fans geeignet. Okay. Steuerung wünscht ihr euch eine bessere und Sound. Naja, das sind die zwei Sachen, die auch aber gleichzeitig am teuersten sind.
entwickle Spielupdate für den Flugzeugsimulator. Einmal sowas, einmal sowas und nehmen wir nochmal neue Sounds dazu. Ja, kommt, wir leisten uns das mal. So, dann legt mal los. Unsere Engine 4 wurde verwendet. 47.000 kriegen wir dafür. So, Grafik in 256 Farben haben wir erforscht. Wunderbar. Und wir werden hier gleich noch weiter forschen, denn hier gibt es ja noch mehr Sound in 8-Bit zum Beispiel. Wir müssen dann unbedingt mal eine neue Engine erstellen. So, Bugs sind raus. 11 Stück gleich. Wunderbar. Ansonsten hier werden wir mal ein paar Leute jetzt umverlegen nach da. Eins und noch einer. Zwei. So, dann können wir nochmal ein... Ich weiß nicht, ob das reicht. Wir werden nochmal ein Spieler-Update machen. Und zwar nochmal so eins und nochmal so eins und Entwicklung starten. Oder nehmen wir nochmal neue Sounds dazu. Ich weiß es nicht. Neue Objekte. Gameplay. Komm, wir nehmen nochmal Gameplay dazu. Und schauen mal, wie es dann sich weiterhin verkaufen wird. So, da haben wir ein neues Update draußen. Wieder 8 Bugs weniger, haben 4 Punkte mehr auf Gameplay und 5 Punkte mehr auf Technik. Okay. So, na dann, schauen wir mal. Die Verkaufszahlen bleiben auf jeden Fall erstmal konstant oben. Das ist gut. Hier wollten sie kurzzeitig mal einbrechen. So, Sound in 8-Bit haben wir fertig erforscht. Sehr gut. Dann bitte gleich noch hier weiter. Parallax Scrolling, okay. Sehenswertes und weiches Scrolling mit mehreren Ebenen hintereinander. Gut, dann erforschen wir das. Mass Engine. Eine neue Game Engine wurde veröffentlicht. Du kannst sie ab sofort im Chefbüro kaufen. Ja, wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen vielleicht lieber nochmal ein Update entwickeln. Und zwar nochmal sowas und vielleicht nochmal sowas obendrauf. Ja, kommt. Vielleicht sowas auch nochmal direkt. Und vielleicht auch nochmal sowas direkt. Wir gucken mal. Oh, hier brechen die Verkaufszahlen ein. Moment. 100.000 haben wir. Wähle ein Spiel. Das. Okay. Besucher deines Messestandes. 14.800. Wir haben 2.971 Fans dazu bekommen. Wunderbar. Dadurch könnte sich das Spiel jetzt nochmal besser verkaufen. Und wir werden aber auch gleichzeitig hier nochmal ein paar Leute rübersetzen, dass die hier vorankommen mit dem Update, dass es vielleicht nochmal genutzt werden kann, was die Verkaufszahlen angeht. Denn die brechen gerade zusammen. Das ist nicht gut. So, da haben wir nochmal ein Update gemacht. Aber ich glaube, das kommt zu spät, oder? Ich weiß es nicht. So, wir verkaufen immer noch 2600 Einheiten. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Golden Madials von Capcom. 347.000 haben wir bekommen für die Maul Engine 3. Ja, das lohnt sich mit diesen Engines. Steuerung mit Maus. mit Maus. Und hier nochmal 71.000 für die Engine 4. Okay, du hast keinen Platz, sehe ich hier. Dann komm du mal mit rüber. Und einer passt hier, glaube ich, noch mit rein. Dann du noch mit rein. So, dann erforschen die hier mal schön weiter und dann werden wir aber auch demnächst wieder die nächste Engine erstellen müssen. Mal sehen, ob wir hier ein bisschen Gewinn machen werden. Wir können ja nebenbei schon mal gucken wegen Auftragsarbeit. Kriegen wir 61.000, kommt, das machen wir. Jupp. 8 Wochen Zeit haben wir. Mal sehen, ob es... Ja, sieht gut aus von der Zeit her, das werden wir schaffen. Aber es wird ein Minusgeschäft trotzdem sein, das Spiel. Ja, es lässt sich nicht ändern. Wir müssen auch mal eine neue Engine jetzt demnächst erstellen. So, aber wir haben, glaube ich, noch ein Feature, genau, Steuerung mit Maus. Das nehmen wir mal noch dazu. Ja, aber es kam relativ gut an, trotzdem. Also wir haben zwar immer noch Minus gemacht, aber es kam relativ gut an. Das ist ein gutes Zeichen. So, wir entwickeln Steuerung mit Maus. Gucken nochmal nach einer Auftragsarbeit, genau, nehmen wir an. Jupp. Dass wir darüber auch ein bisschen Kohle zumindest verdienen. Und ja, müssen das jetzt die Forschung abwarten und dann werden wir mal ja, die nächste Engine-Generation sozusagen erstellen. Die dann schon auch von der Grafik wesentlich besser sein dürfte. So, aber das warten wir jetzt noch kurz ab. So, Spiel des Jahres, Galax 40. Okay.
So, Steuerung mit Maus haben wir erforscht. Sehr schön. Haben wir jetzt sonst noch irgendwas? Nein. Okay. Dann werden wir mal die nächste Engine entwickeln. Engine programmieren. Und das wird die Moral Engine. Wir nennen es mal jetzt nach dem Jahr. Wir bleiben mal nicht hier bei den Zahlen. Wir nennen es jetzt mal die Moral Engine 8, sagen wir mal 87. So, optimiert für Simulation. Features eigentlich alle, außer die Grafik hier in 4 und 16 Farben, obwohl, können wir eigentlich auch mit dazu nehmen, was soll's. Umso stärker wird sie vielleicht genutzt, also ich kann ja alles bieten, was man nutzt, ist ja dann im Endeffekt ja die eigene Entscheidung sozusagen. So, dann sagen wir mal okay und sagen Engine verkaufen für 10.000, ja, ist in Ordnung, und 20% Gewinnbeteiligung hätte ich gern. So, Moral Engine 87, Entwicklung starten kostet uns ja fast die Hälfte von dem, was wir besitzen. Ziemlich genau sogar. So, ein paar Leute werden wir hier mal umsetzen. Das ist, glaube ich, sind wir, glaube ich, der Moral, der soll hier ruhig mitarbeiten. Und ansonsten du noch mit rein und dann geht es da ein bisschen schneller mit der Engine voran. Ihr könnt ja mal in der Zwischenzeit neue Genres erforschen, zum Beispiel das Sportspiel. So, die Firma MEC wird in ein paar Monaten die Core Engine auf den Markt bringen. Okay. Ja, wir werden in ein paar Monaten die Moral Engine 87 auf den Markt bringen. 199.000 für die Engine 3 haben wir kassiert. Also ich hoffe, die kaufen dann auch die neueren Engines dementsprechend, denn ich habe bisher das Gefühl, dass wir ja, die meiste Kohle eigentlich mit den alten Engines gemacht haben. Ach, jetzt können wir das sogar nachträglich nochmal verändern, notfalls. Okay. Verkaufte Lizenzen 7. Okay, 800.000, 800.000. 916.000 hat die Engine 3 uns schon eingebracht. 518.000 die Engine 4. Und 324 die Engine 3D. Okay. Also hat die wenigsten verkauften Lizenzen. Ich glaube, pro Lizenz gerechnet haben wir den meisten Umsatz gemacht. Na gut. So, auf jeden Fall werden wir gleich die nächste Engine auf den Markt hauen. Hier wird nochmal die 3D verwendet, aber scheint ein schlechtes Spiel gewesen zu sein. Nur 53.000. Naja. Gut, 41% haben wir schon. Und nochmal die Engine 4, 188.000. Es geht langsam voran, Leute. Also wir machen ein bisschen Kohle. Wir werden auch dann vielleicht demnächst nochmal umziehen müssen, dass wir ja gleich ein relativ großes Büro auch bekommen. Ich überlege, ob wir dann 1,5 Millionen oder 2 Millionen gleich investieren. Ich tendiere ja fast zu 2 Millionen. Dass wir dort ein richtig schön großes Büro dann haben. Ja, schauen wir mal. Warten wir mal noch ab. So, erstmal die Zeit etwas beschleunigen. Und dann sind wir noch fleißig am Forschen. Können wir hier irgendwas machen? Oh, nee, nur Raum abreißen. Okay, das wollte ich aber nicht. So. Neue Forschung. Fortgeschrittene KI. Okay. Wie schnell man hier die Sachen alle erforschen kann, ist ja der Wahnsinn. So, die Moral Engine 87 ist bald fertig. Die fortgeschrittene KI werden wir nach dem Sportspiel, denke ich mal, erforschen. Und werden aber die Engine dann erstmal verwenden, um ein neues Spiel auch zu veröffentlichen. So, da haben wir die Engine fertig. Wir gucken nochmal rein, ob ich hier alles richtig eingestellt hatte. 20% Gewinnbeteiligung, genau 10.000. Okay, das passt soweit. So. Na denn. Was haben wir denn hier sonst noch? Entwickler. Das ist unsere Konkurrenz. Aktienanteil. Wir können Aktien kaufen. 25% der Aktien kaufen für 600.000. Oder 560.000, so um die Dreh. Okay, 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 okay. Also es gibt auch hier eine Börse sozusagen. Wunderbar. Publisher. Mhm. Finanzen. Jahresbilanz. Ja, wir haben einen leichten Gewinn gemacht von 425.000. Oder ist das jetzt... Ja, okay, das ist unser Gewinn, genau. Monatsbilanz dürfte ein bisschen schlecht aussehen, genau, denn wir haben keine Einnahmen gehabt. Okay, Infos und History. Marktanalyse. Mhm.
Okay. History, das sind, glaube ich, ist das die Nachrichten, die man immer bekommt. Charts, All-Time-Charts. Stehen wir denn hier irgendwo vertreten? Ich glaube nicht, das sind bestimmt die verkauften Einheiten. Ja, guck mal, so eine Spielewertung, da kommen wir aktuell noch nicht ran. Das erinnert mich an ein Spiel von früher. So. Okay, ja, wir gehen hier mal raus. Und was wollten wir denn machen? Ich glaube, wir wollten die Engine entwickeln, verwenden, meine ich, Spiel entwickeln. So, wir haben. Moment. Spielgröße B plus erstmal. Fire. Nee, nennen wir es. Gun Patrol. Ja, nennen wir es Gun Patrol. Hauptgang, Genre Simulation. Thema auswählen, Flugzeuge. Und Engine. Die 87er natürlich. Okay. Und Lizenz. Nehmen wir eine Lizenz. Lizenz erwerben. Wir gucken mal rein, was es hier so gibt. Happy Games, Firewolf, Oliver and Gang. Biker Dogs, Teenage Mutant Ninjas, The Very Tired. Okay, es ist jetzt nicht ganz so tolle Sachen dabei, würde ich meinen. Biker Dogs vom Mars. Das passt vor allem mal nicht alles zum Thema dazu, würde ich denken. Deswegen, komm, wir lassen das mit der Lizenz. Und Gun Patrol heißt das Spiel. Wir wählen mal die Plattform aus. Okay, Personalcomputer. Werden wir hier noch eine andere Plattform dazu nehmen diesmal. DevKits erwerben. So, 16,1% Marktanteil hat die Nintendo. Ja, holen wir uns. Und vielleicht hier auch nochmal 7,4% Marktanteil dazu. Und bei uns auch die Lizenz. So, Plattform wählen und Plattform wählen. So, dann klicken wir mal auf Weiter und sagen, okay, meine Konzepte. Und das war der Flugsimulator, glaube ich, den wir zum Schluss hatten. Genau, es wird sich noch mehr Spiellänge gewünscht und noch mehr Optik, mehr Funktionen. Und mehr Spieltiefe. Okay, da nehmen wir das mal so. Ich bin mir hier wegen der Atmosphäre und den Funktionen so im Verhältnis nicht ganz sicher, aber die scheinen das so zu wollen. Kopierschutz, genau. Nehmen wir den. Klicken auf Weiter und das können wir eigentlich so lassen. Das war in Ordnung. Priorität. Okay, achso, das sind die verteilten Punkte im Endeffekt. Na gut. So, auf weiter geht's. 256 Farben, PC Music, Sound in 8-Bit. Okay, also das müssen wir so lassen. Scrolling brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Was haben wir denn hier? Parallax Scrolling, das brauchen wir auch nicht unbedingt. Damit müsste es aber schon passen. Oder die Steuerung per Maus brauchen wir eigentlich auch nicht. Ah, gut, den Rest lassen wir mal drin. Tut sich das? Ja, das tut sich gegenseitig ausschließen. Okay. Eigentlich brauchen wir die Steuerung per Maus nicht. Nee, wir machen das Scrolling aus, das brauchen wir nicht. So, da haben wir nämlich 10 von 10 Punkten, das müsste soweit passen. Und wir gehen auf Entwicklung starten. Kostet uns 467.000 das Spiel. Ist der Hammer. So, aber los geht's dafür. Eine neue Game Engine wurde veröffentlicht. Du kannst sie ab sofort im Chefbüro kaufen. Wollen wir nicht, wir haben doch unsere eigene. So, weiter geht's. So, hier erforschen wir immer noch das Sportspiel. Und ich wollte eigentlich mal gucken, ob man diese Sounds ausschalten kann. Ich habe hier schon ein bisschen rumgeregelt, aber irgendwie ist es immer noch dabei. Sound Lautstärke. Ja, jetzt ist es weg. Okay. Haben wir ein Spiel am Markt? Ich glaube nicht, oder? Wir können mal gucken, aber. Gun Patrol, Spiel in Entwicklung. Ja, das können wir ja bewerben. Warum nicht? So, 16.000 waren an unserem Messestand. Du hast schon viele treue Fans. Es sollte sich nun langsam ein Team um die Fanpflege kümmern. Je mehr Fans du hast, desto mehr Mitarbeiter sollten sich um die Fans kümmern. Ansonsten wären die Fans unzufrieden. Support wurde freigeschalten. Okay. Wir haben in erster Linie erstmal keine Kohle mehr.
sehe ich hier. Aber wir haben, glaube ich, ja, aktuell gar keinen Kredit laufen, deswegen nehmen wir jetzt mal einen auf. Halt. Nee, nur einen wollte ich. So. Und dann geht's weiter. Forschung Musik in 8-Bit. Wunderbar. Und wir haben das Sportspiel erforscht. Wir werden mal hier Features erforschen. Ja, nehmen wir erstmal die Musik in 8-Bit. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Dann können wir nämlich nach dem Gun Patrol gleich direkt eine neue Engine auch entwickeln, wo dann auch die Musik in 8-Bit sozusagen ausgezeichnet ist. So. Auf jeden Fall sind sie ja wirklich fleißig am Programmieren mit dabei. Und Gameplay ist das, glaube ich. Grafik ist das. Also Grafik könnten wir noch mehr gebrauchen. So, Moral Engine 3D. 252.000 haben wir bekommen für Prince Crest. Da wurde sie verwendet. Okay. So. Dann sind wir hier gerade beim Splitscreen. Okay, das wird auch nochmal viel ausmachen, denke ich mal. Wir haben vor allem einen Haufen Bugs drin. Mich würde mal interessieren, ob man die Bugs irgendwie noch rausbekommt. So, wir haben Musik in 8-Bit. Die Technik erlaubt eine hübsche Musikuntermalung. Jawohl. Die werden wir, wie gesagt, dann auch in die nächste Engine mit reinstecken natürlich. Aber erstmal hier eins nach dem anderen. Theoretisch können wir den Kredit auch schon wieder zurückzahlen, machen wir aber immer noch nicht. Wir werden uns hier direkt Kopierschutz erwerben, den neuen ATC Protect V2.0 uns holen. Ist, glaube ich, was Wichtiges, denn je besser das Spiel kopiergeschützt ist, desto besser ist die Chance, dass es halt nicht raubkopiert wird. Eins deiner Spiele hat genug Soundpunkte gesammelt, um das Soundstudio freizuschalten. Dort kannst du deine Musik und Sounds für deine Spiele weiter verbessern. Wir brauchen dringend ein größeres Büro. So, über 200 Punkte müssen wir haben. Okay, dann sind wir hier auch gleich über 200. Eins deiner Spiele hat unzählige Bugs. Dir steht jetzt die Qualitätssicherung zur Verfügung. Dort kannst du effektiv gegen Bugs vorgehen. Oh, das ist doch das, was wir wollten. Qualitätssicherung. Da gucke ich gleich mal, weil das ist was Wichtiges. Einmal Support müssen wir eigentlich auch mal bauen. Ansonsten Lagerraum, Qualitätssicherung. Hier. Na denn, wo bauen wir das denn hin? Ich denke mal so vielleicht. Ja, machen wir mal so. Das können wir später vielleicht nochmal verändern. Und was brauchen wir denn in der Qualitätssicherung? Warte mal, wir stellen mal ein hier wohl. Die Frage ist, was wir brauchen. Spielbericht erstellen, Bugs entfernen, Gameplay verbessern. Oh, sehr fein, sehr fein, sehr fein. Bugs entfernen bei Gun Patrol. Wir brauchen allerdings einen Schreibtisch. Wo haben wir ihn? Da oben. So, dann stellen wir den mal hier so rein. Und hier könnten wir einen direkt gegenüberstellen. Genau. Dann auf Abbrechen. Okay. Und wir gucken mal nach neuen Mitarbeitern. Personal einstellen. So, Büroarbeit. Der will eine Heizung haben. Das sollen wir aber hinkriegen. Eine Heizung. Müssen wir nur mal gucken, wo die sich versteckt hier. Und ich vergesse vor lauter Spielen immer auf die Uhr zu gucken. Wir nehmen schon über 20 Minuten auf, aber ich will das jetzt noch machen. Wo ist denn hier die Heizung? Habe ich die wahrscheinlich schon weggescrollt? Ich würde ja mal vermuten, jetzt hier so. Genau, okay. Hier hätten wir die Heizung. Die setzen wir dort mit ran. Das müsste dann passen. Und dann bitte Mitarbeiter einstellen. So, wir haben die Heizung und stellen dich mal ein, und zwar hier drinnen. So, ansonsten brauchen wir noch einen billigen Kühlschrank für den Mitarbeiter. Okay, dann gucken wir auch noch mal ganz kurz. Wo haben wir denn den billigen Kühlschrank? Hier, ich glaube, der soll hier mit rein. So, dann hätten wir auch das, und dann können wir uns nämlich direkt noch den anderen Mitarbeiter dort holen. So, und bitte einstellen. So, dann ist das nämlich das Büro voll. Wunderbar. So, die Firma Sieger wird in ein paar Monaten die Sieger-Megastation auf den Markt bringen. Na, wunderschön. So, die Bugs werden langsam rausgepatcht.
Ah, sehr gut. Es kommt zwar auch immer wieder neue dazu, aber wir patchen fleißig dagegen. Und jetzt lohnt sich das natürlich auch, wenn wir dann sagen, okay, lass uns mal mit der Veröffentlichung noch warten. Spiel später veröffentlichen, denn jetzt sollen die Bugs hier raus entfernt werden. Ja, warte mal. Haben wir noch ein bisschen Kohle? Ja. So, dann setzen wir mal den Schreibtisch noch mit hier rein. Und abbrechen. Und okay, und wo ist unser Morrel hier? Der soll sich hier noch mit drum kümmern. Wo rennt der denn jetzt hin? Ich hab dich mitten reingesetzt, Junge. Hättest ruhig was machen können. So, Bugs wären auf jeden Fall weniger. 36, 33, 32. Okay, hier wird noch fleißig erforscht an der KI. Könnt ihr in der Zwischenzeit noch was machen? Entwicklungsbericht, Projekt abschließen? Nein, okay. Jetzt müssen wir hier wirklich warten. Das ist das Gameplay, glaube ich. Das können wir sozusagen auch noch erhöhen im Laufe der Zeit. So, ihr habt das erforscht. Dann bitte weiter erforschen. Und da auch nicht. Sonstiges erforschen. Könnten wir mal so ein Triple-A machen. Aber es bringt uns jetzt aktuell nicht ganz so viel. Wir werden euch mal hier alle umversetzen. So. Aber wir können ja noch gar nicht die neue Engine entwickeln. Wir müssen ja erstmal hier mit fertig werden. Können wir euch nicht schon einen neuen Auftrag geben? Ganz nebenbei. Nein, schade. So, die entfernen weiterhin die Bugs und dann ist das Spiel jetzt auch schon bugfrei. Wunderbar. Oh, wir bekommen endlich neue Kohle. Wird auch Zeit. Guck mal, wir haben nur noch 22.000 gehabt. So, dann können wir jetzt hier abbrechen und können sagen, okay, Gameplay verbessern. Wähle ein Spiel. Na, Gun Patrol. Ach so, jetzt können wir quasi im Vorfeld noch mal ein bisschen anpassen. Aber das kostet uns ja auch wieder Kohle. Wir werden mal die Steuerung noch verbessern. Ich hoffe, das dauert nicht allzu lange. Weil bei der Steuerung wurde ja immer rumgemäkelt. Eine neue Game Engine wurde veröffentlicht. So, und dann hoffe ich mal, dass das Spiel hier gut am Markt ankommt. So, wir werden es direkt noch mal mit hier mitnehmen. Okay. Und zeigen das nochmal unseren Fans. Jawohl, da haben wir nochmal 3000 Fans dazu bekommen. Wir haben schon 10.000 Fans, Leute. So, macht mal hin mit der Steuerung hier. Und dann werden wir das direkt danach veröffentlichen. Steuerung ist das hier. Genau, das ist Gameplay. Wunderbar. Und ich glaube, dann haben wir aber auch einen guten Wert erreicht bei der Steuerung. Und ich hoffe, dass das Spiel dann dementsprechend gut ankommen wird. So, nochmal knapp 200.000. Durch die Game Engine. So, beeilt euch mal. Wir haben keine Zeit. Jetzt rennt der nochmal auf Klo oder sonst irgendwo hin. Okay. Nochmal 289.000 für eine Engine bekommen. So. Steuerung, Gun Patrol. Die Qualitätssicherung hat die Arbeiten am Spiel abgeschlossen. Du kannst deinen Mitarbeitern in der Qualitätssicherung eine neue Aufgabe zuweisen. Ja, wollen wir jetzt nicht. Wir wollen die Entwicklung abschließen endlich. Möchtest du wirklich das Spiel jetzt veröffentlichen? Ja. So, Publisher suchen. Kampfsportspiel, Strategie, Third-Person-Adventure, Arcade, Jump'n'Run, interaktiver Film, Wirtschaftssimulation, Ego-Shooter, Jump'n'Run. Okay, also. Immer noch keine Simulationsanbieter dabei. Wir nehmen deswegen wieder Semco und sagen, okay, haut's raus. Gibt alles. Und die Wertung geht immer besser. 62, yep, 62%. Ja, beste Bewertung aller Zeiten, die wir so hatten. Die Grafik sieht ganz gut aus, nur kleine Veränderungen sind nötig. Der Sound ist unter dem Durchschnitt, da könnt ihr noch mehr draus machen. Die Steuerung ist unterdurchschnittlich, einige Veränderungen und dann ist sie gut. Im Grunde ist das Spiel nicht schlecht, aber für eine höhere Bewertung hat es leider nicht gereicht. Okay. Tja, Leute, aber wir haben erstmal wieder die eine der besten Bewertungen bekommen, die wir uns vorstellen können. Mal gucken, was wir jetzt hier verdienen. 680.000. Okay, wir nehmen gut Kohle ein. Das heißt, wir werden direkt ein Spieler-Update hinterher schmeißen. Bugfixes brauchen wir nicht machen, da sind ja keine drin. Das machen wir, das machen wir. Und hier auch nochmal Gameplay und Sound wurde sich, glaube ich, auch gewünscht. Kommt, machen wir auch Sound mit dazu. So, dann
entwickelt mal das dementsprechende Update und dann hoffe ich mal, dass sich hier die Verkaufszahlen gleich wieder nach oben schrauben werden. Es sieht aber gut aus, auf jeden Fall. So, wir verdienen noch mal ein bisschen Kohle. Du hast nun genug Geld, um deine Spiele selbst zu produzieren. Wunderbar. Wir haben über 1 Million. Die Kosten sind hoch, doch der Aufwand kann sich schnell lohnen. Produktion wurde freigeschaltet. Also, Alter, was man hier alles machen kann. So, wir haben unser Spiel massiv verbessert. Okay. Mal sehen, ob sich das jetzt auch hier ja, auszeichnet, dass wir das gemacht haben. Wir warten erstmal kurz ab, einen Monat. Spiel des Jahres, Max IQ. Okay, unseres ist nicht mit dabei. Jawohl, das spiegelt sich sofort hier in den Verkaufszahlen wieder. Ich glaube, wir machen noch ein Update. Und zwar besserer Sound, Gameplay auf jeden Fall und bisschen bessere Technik. Machen wir mal so. Und dann entwickelt mal schnell. Und dann bleiben die Verkaufszahlen erstmal wieder oben. Wunderbar. Und die Firma Nintendo wird in ein paar Monaten den Nintendo Game Joy auf den Markt bringen. So, da haben wir das nächste Update draußen. Da kriegen wir hier nochmal 24 Punkte oben drauf, 12 auf Musik und na, 7 nochmal auf diese Steuerung oder die Technik, was auch immer. Jawohl. So, ich glaube, das reicht, aber wir gucken mal erstmal, ob wir jetzt hier was Neues schon erforschen können. Nein, aber wir können eine neue Engine programmieren, glaube ich. Engine programmieren. Und zwar optimiert für Simulationen, Features, alle. So, ich glaube, wir haben hier schon wieder was Neues dabei, was die alte noch nicht konnte. Kann das sein? Ich guck mal kurz. Wir haben 18 Features jetzt hier dabei. Wie viel hatte die alte? Moment. 16 Features. Genau. Das heißt, wir brauchen die neue Engine. Engine programmieren. Und das wird die... Moment. Moral Engine 90. So, optimiert für... Nein, ja, Sportspiel könnte man eigentlich auch mal machen. Features, alles. So, okay. Engine verkaufen natürlich. Und 20% Gewinnbeteiligung hätten wir gerne. So, Entwicklung starten. So, wir machen hier Gewinn mit unserem Spiel. Wunderbar. Vertrieb übernehmen. Der Entwickler IDI Software hat dir sein neuestes Spiel vorgestellt. Sie hoffen, dich als Publisher gewinnen zu können. Möchtest du das Spiel produzieren und vertreiben oder das Angebot ablehnen? Garantiesumme 190.000, dein Gewinnanteil 50%. Wir haben doch gar keinen Vertrieb aktuell. Angebot ablehnen. Da müssen wir uns doch erst drum kümmern. Und guck mal, Leute, was wir hier für Gewinn machen. Die Firma Katari wird in ein paar Monaten... Okay. So, jetzt gehen die Verkäufe langsam nach unten, aber wir haben schon 424.000 Gewinn mit dem Spiel gemacht. Das hat sich endlich mal, ja, gelohnt, würde ich sagen. Eine 500.000 Gewinn. So, die Firma MEC wird in ein paar Monaten den Super X auf den Markt bringen. Und ich sehe schon wieder... gerade auf die Zeit. Ich wollte ja die Folge beenden. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da und ansonsten sehen wir uns vielleicht sogar morgen schon wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.